Also, wir machen jetzt wieder weiter. Und ja, obwohl wir die erste Mission schon einmal verkackt haben, hoffe ich mal, dass wir bei der zweiten Mission ein bisschen mehr Glück haben. Oh, ey, für Effekt. Du musst hier an der Wand rennen, springen und sich erducken. Weil das ein Elektrozaun ist. So, ab hier rüber. Das müssen wir auch so schaffen, genau. Drake meint, es gäbe Stress am West Arlen, bei Popes Haus. Ja, Schätzchen, komm hoch. Aber sei vorsichtig, keiner weiß, was da vor sich geht. Kletter lieber hier hoch. Und versuch's von hier aus. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Jemand, der hier weg ist, Mann, ey. Ich schaff das Timing gerade noch nicht. Ich schaff noch nicht das Timing. Aber das wird noch. Ich hab ja noch ein paar Versuche. Ich finde weitaus... Ja. Wir wissen, dass wir mit A alles aktivieren und Räder und Knöpfchen drücken können. Ich muss ganz ehrlich sein, in dem ganzen Spiel finde ich eine Sache ziemlich interessant, positiv, aber auch negativ. Die Grafik ist wirklich fantastisch, aber ich finde die Farben ziemlich heavy, also nach einer Weile. Ziemlich stark viel Weiß, aber das macht den Charme des Spiels aus. Ja, okay, jetzt geht's wieder weiter. Ich lasse mal kurz euch in Ruhe. Kate, was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope. Ein Freund von Dad. Shit. Der Pope? Er hat mich angerufen. Wir hatten wenig Kontakt, seit ich bei den Cops bin. Bei ihm wurde eingebrochen letzte Woche. Er ist im Wahlkampf. Liest du denn keine Zeitungen? Das sind doch keine Zeitungen mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam, saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher, mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll. Ich kann nicht... Die Kopf kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und zwar jetzt. Ich versuch's, Kate. Wenn das so schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich! Jetzt geh! Und Faith. Danke. Oh, Schwesterliebe. So. Okay, wir helfen ihr mal. Weißt du nicht mehr weiter, brauchst du Hilfe, dann B drücken. Lass die richtige Richtung anzeigen. Shit! Oh, leck mich doch! Ich glaube, das ist ja eine meiner Lieblingsmissionen. Ja, ich bin schon dabei. Wenn sie aufhören würden, mal zu schießen, ja, ey. Damit ich auch mal nachdenken kann. Also wirklich mal. Ja, ist ja gut. Durch die Buchhaltung müsstest du rauskommen. Abrollen! Mann! Das krieg ich nie hin. Aber typisch, die Schwester ist natürlich die normale, die ältere, und ich bin natürlich die Rebellin. Das ist nicht überall so. Über Geschwister. Oder bei Geschwistern. Yeah. So, juhu. Abrollen. Sogar in die richtige Richtung. Abrollen.
Geht doch. Gekapptes. Auch ein AP runter. Wieder ein bisschen wie an einen Jackie Chan-Film irgendwie hier. Aber findet ihr nicht, dass sie ein bisschen hier übertreiben mit dem Helikopter? Ah! 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 Ist ja gut. Das ist ja schon mal eine Hilfe. Lauf, 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 Mädel, lauf! Hab jetzt noch keinen Bock hier zu sterben. Ich bin doch schon dabei, Mann. Oh, ein Koffer. Genau. Wir hätten auch gleich nach rechts laufen können. Also nach links von euch. Aber wie gesagt, ich versuche alles das mitzunehmen, was ich noch weiß. Alter, Alter, Alter. Alter Falter, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ach nö. Ey, ey. Also bei der Xbox-Version sind diese Banner hier oben nicht da drin eingebaut. Das ist komisch. Also diese Gummiteile, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das ist mir ein bisschen neu. Vielleicht wegen dem Monitor, damit sie durch die Farben nicht so flackern. Mal gucken. Du kanntest ihn also. Du hast hier in einem Westen gestochen. Nimm die Brücke über die Straße und lauf zur Centurion Plaza. Ich habe hier Streifenwagen auf dem Weg zu dir. Du hast nicht mehr viel Zeit. Sie versuchen dich einzuketten. Schlag dich zur Plaza durch. Lauf, 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 lauf. Das Downhill Walking, eher gesagt, hier, ey. Ah! Ich bin doch schon dabei, Mann! Ich atme gleichmäßig, Mann. Lauf, 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 lauf. Wir könnten auch gerade auslaufen, aber nö. Kopf voraus, Kleine, und denk dran, eine nach dem anderen. Nö. Wir schaffen es auch allein. Lauf weiter bis zur Bahnüberführung, das ist der einzige Weg. Komm schon, komm schon, komm schon, Mädel. Jo? Ja! Manchmal springe ich auch meist daneben hier an dieser Scheißschnur. Oh, geschafft. Woo, ey, da. Das war doch mal was. Besser als der erste One. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also vom ersten Part. Bist du okay? Ich bin gerade durch die Decke geknallt. Das erwartest du. Ja klar, steh auf, Mädel. Gut geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Cops so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Dankeschön. Verdammt, Merk! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm.
Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat ihm Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Drake weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelt nur so von Cops. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Also los. So. Machen einfach mal hier wieder einen kleinen Stopp. Und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Abonniert mich und kommentiert mich. Bis dann. Euer Konso. So, das war's schon wieder. Wenn ihr die nächsten Part euch anschauen wollt, hier ist der Link zu Mirror's Edge. Ich habe aber auch ganz andere Projekte. Beispielsweise Resident Evil 4 Let's Play ich aktuell. Einfach reinschauen. Ich würde mich wirklich freuen. Und wenn ihr noch ganz andere Videos von mir anschauen wollt, einfach auf meinen Kanal gehen. Hier ist der, wie gesagt, der Link. Ich bin euer Konso. Bis zum nächsten Mal. Ciao.